King Kalle hat nämlich ein Statement abgeliefert dazu. Haben wir uns das reingezogen? Ich glaube noch nicht. Das werden wir uns jetzt reinziehen. Mike Chesler versus Emi Omeragic. Mein Statement zum Open Bodybuilding Beef. Let's go. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Wo ist dein Mikrofon? Hör mal, schaltet der das nie ein, der Kollege hier? dem YouTube-Channel von Crazy Motherfucker King Kalle. Was soll ich sagen und nicht lügen? Ich wollte mich mal zu dem Thema Mike Chesler, Emir Umragic äußern. Da gab es ja so ein paar Sticheleien, oder gibt es da so ein paar Sticheleien, was ich ja ganz witzig finde, weil, ja, wie soll ich sagen, Klappern gehört zum Handwerk. Der hat's aus, mein Lieber. Mikrofon ist aus, der nimmt über Kameramikrofon an. Ich mag Aber das kennen wir ja von Kalle. Macht er in den Podcasts des Öfteren auch sehr gerne. beide Athleten leiden, dass die sich da jetzt so ein bisschen. Tech, Kev, VN, ich habe keine Ahnung. Und beim ESN Day war die Schlange eine Stunde. Vorwerfen, der eine mit den dicken Beinen bricht zu mir, anderen mit den schlechteren Beinen oder mit den dünneren Beinen. Diese Richtung, 45 Kilometer, einen Typen gibt, der so dünne Beine hat, aber sich über meine dünnen Arme lustig macht. Und der mit den besseren So geil, diese Bieferei, Alter. Armen, der schießt gegen den zurück mit den schlechteren Armen. Da ich immer sehr, sehr viel Mavix, danke dir fürs Prime-Abo. Nachrichten kriege, hey, ich habe schwache Arme, ich habe dünne Arme. Besonders auch der Mike Zissler, der hat ja auch richtig dünne Arme. Von daher kann er sich dieses Video schön anschauen und sich ein paar Tipps abgucken. Ja, wie gesagt, die Rede ist von Mike Zissler und Emir Muracik. Ich werde mal Mike und Emir sagen, weil. Wie würde Heiko Weil die Nachnamen sind schwer. Den Nachnamen aussprechen? Emir Omeragic. Omeragic oder. Ja, genau. Ja, ich. Omeratschik, guck mal im Chat, Freunde, was der Onkel Marek geschrieben hat. Ja, genau so spricht er es aus. Naja, schön. Emir, kennst mich ja. Ne? Aber das hat ja jetzt nichts mit dem Thema zu tun, wie ich den Namen ausspreche. Es geht darum, dass es da so, was ich so mitverfolgen konnte, so ein paar kleine Sticheleien gibt, dass irgendwie der Emir, ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden angefangen hat, aber der Emir äußert sich halt über die schlechten Arme vom Mike und ja, machen da so ein bisschen auf die sarkastische Art und Weise, versuchen das Ding lustig zu behandeln. Das Video von Heiko, von Onkel Kalle angeguckt habe und Mike, hab ich mir abgeguckt, wie der Mike Arme trainiert. Das ist sein Gewicht, was er benutzt. Der Mike macht sich halt lustig über die Beine vom Emir, weil die haben ja jetzt, wie wir wissen, nicht die allerbeste oder haben nicht so eine optimale Form, sagen wir mal so. Ne? Die sind gut, die aller. Ich finde, hier auf dem Bild sieht das Ganze sehr stimmig aus, das Gesamtpaket. Ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also oben rum und unten rum, das passt schon gut zusammen. Aber ich weiß, was er meint. Ja? Der Oberkörper ist einfach zu brachial. Noch, aber die Beine kommen hinterher. Er hat in den letzten Jahren sich brutalst verbessert, was das angeht. Oder haben nicht so eine optimale Form, sagen wir mal so. Ne, die sind brutal in Form. In Form sind sie ja brutal, aber rein von der Silhouette der Oberschenkel her sind sie so ja, nicht ganz so optimal voll wie zum Beispiel Mike's im Bein, ne, was eigentlich ziemlich fleischig ist, aber. Die Beine von Mike sind geisteskrank. Doofe Frage, aber gibt es bekannt On Stage, die einen herausragenden Arm hatten und einen breiten Lat. Ne, die Escher zum Beispiel. Brutalen Lat, brutale Arme. Sich tatsächlich von der Gibt es aber ganz viele andere auch. Qualität von ihm ja noch eine Scheibe abschneiden. Derek Lunsford, Hadi Choopan, gibt es ganz viele, Digga. Der Emir, der hat halt den Vorteil in der Szene, dass er sich mit sehr, sehr jungen Jahren international schon einen sehr guten Namen gemacht hat und Mike daran erstmal arbeiten muss. Und platzierungstechnisch hat Emir eben auch schon was ganz anderes vorzuweisen als Mike. Da muss der Mike erstmal rankommen, tatsächlich. Und wenn Mike seine Schwächen, Rücken und Arme mal in den Griff bekommt, beziehungsweise daran was tut, dass das keine Schwächen mehr sind, dann wird er sicherlich da auch ganz, ganz weit vorne mit sein. Was die Grand Prix angeht im Schwergewicht. Der Emir, der müsste einfach anders dastehen, bin ich der Meinung. Weil ich finde, das Bein an sich ist gar nicht so schlecht. Also seitlich, hinten, alles gut. Er präsentiert es halt nur ungeschickt. Habe ich ihm aber auch schon selber gesagt. Ich würde die nicht so extrem abstellen von vorne, wenn da Fleisch in der Mitte fehlt, der Oberschenkel. Also noch darauf hinweisen, quasi durch. Volta ist Profiboxer. Mit Sicherheit. Seitiges abstellen, dass da ein Manko ist. Ich würde mich einfach komplett einen anderen Frame präsentieren. Und ich weiß nicht,
Wer Emir da berät, also ich würde ihn tatsächlich etwas anders hinstellen. Aber wie gesagt. Volta ist Tattoo-Model. Volta ist Draufgänger im Ring, Alter. Ein Draufgänger ist das. Auf die Situation, Beef gab es ja zu meiner Zeit auch schon. Beste Beispiel war damals Greg Titus und King Kamali. Und die da gegeneinander geschossen haben. Und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, würde ich sagen. Das kenne ich nicht. Also den Beef zwischen den beiden Athleten da. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Ist ja auch eine witzige Nummer, wenn im Vorfeld von Wettkämpfen so eine kleine Beißereien stattfinden, weil dann will natürlich die Fanbase vom einen den anderen Konkurrenten fallen sehen und umgekehrt. Und das hält dann die Sache am Ende interessant. Wichtig ist zu sehen, wenn beide nebeneinander auf der Bühne stehen, was passieren wird. Und wer dann quasi das Recht seiner Vorteile. Ich hoffe, dass beide sich auf irgendeinem Wettkampf hinstellen, dass wir diesen Vergleich auch mal haben werden. Das wäre geil. Wenn ich auf seiner Seite hatte, so drücke ich es einfach mal aus. Ich bin wirklich mal gespannt, wenn sie beide nebeneinander stehen, was passieren wird. Ich glaube, in den Rückenposen wird Emir den Mike vernichten. Ja. Rücken und Arme sind. Also Arme weiß ich jetzt nicht mal. Mikes Problem ist einfach, der ist so groß. Da gehen die Arme natürlich ein bisschen unter. Schwer zu sagen, man müsste das, aber rückenmäßig ist Emir schon auf jeden Fall besser. Wen siehst du vorne insgesamt? Schwer, weil beide haben ihre Schwächen und ihre Stärken. Stärken und Schwächen, deswegen müsste ich beide nebeneinander sehen auf demselben Wettkampf. Ist wirklich sehr schwer zu beurteilen, aber weiter vorne, laut Platzierungen, ist definitiv erstmal Emir, ne? Bin ich der Meinung. Es sei denn, Mike hat jetzt in der Folgesaison so viel aufgebaut oder baut jetzt so viel auf, dass er da tatsächlich konkurrenzfähig werden kann. Und das Wort trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Wie gesagt, ich mag den Mike super gerne allein, ist ein extrem feiner Mensch. Aber wenn wir jetzt rein die sportliche Leistung betrachten, dann muss er obenrum, wenn er gegen Emir schon schießt oder zurückschießt, doch ganz schön was vorweisen, um da erstmal mitzuhalten. Ne? Was das Beinvolumen angeht, da braucht er sich absolut nicht verstecken gegen Emir. Im Gegenteil, finde die Beine von Mike von der Form. Ich finde Mikes Linie aber cool, von vorne in der Front Lat Spread. Sehr, sehr geil, sehr stimmig. Ja, viel. Einen brutalen X-Frame, ne? Viel, viel besser und hat natürlich auch ein brutales Volumen. Was halt bis jetzt noch nicht so zu sehen war oder was er noch nicht zeigen konnte, ist halt die Qualität und Tiefe von diesen Fleischteilen, die er da dran zu hängen hat. Und wenn er das mal hinkriegt, die qualitativ auch so zu bringen, dass alle sagen, oh Alter, was ist denn da los? Dann denke ich mal, guckt man auch so ein bisschen auf die Oberkörperschwächen hinweg. Ansonsten, wie gesagt, beschießt euch weiter. Stichelt weiter. Ich finde es echt witzig, wie das so hin und her geht, dieses Rumgebitsche. Das gehört zum Game dazu. Das belebt das Geschäft, wie gesagt. Wir haben ja nun mal genug Schwergewichte, die da untereinander sich ein bisschen medial behaken können, dass wir alle was davon haben. Und ja, wie gesagt, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Eine witzige Angelegenheit. Ich glaube auch nicht, dass das zu ernst zu nehmen ist. Ne? Der eine reagiert halt nur auf die Ansagen vom anderen. Also Heiko sieht auch, dass das hier tatsächlich alles sportlich ist und mit Humor gemeint ist, ne? Dass es da keinen echten Beef gibt. Also ich glaube auch, wenn sich beide über den Weg laufen, da haut sich keiner aufs Maul. Das ist einfach sportliches, lustiges Sticheln, ne? Würde ich das jetzt auch machen? Warum soll man da die Klappe halten? Ist ja. Doch ganz lustig. Also sollte man nicht überbewerten, man sollte auch nicht auf Rückschlüsse jetzt unbedingt auf die Charaktere deswegen ziehen. Lass die Jungs das machen, das wird ihr immer haben in dem Game, dass eine Äußerung von einem dem anderen so aufstößt eventuell, dass man dann ermutigt wird, da zurückzuschießen. Ich weiß nicht, wie ich es nett ausdrücken soll, aber so nehme ich das gerade alles so ein bisschen wahr. Deswegen, Jungs, bleibt cool, am Wettkampftag wird abgeliefert. Genau, das ist das, was zählt am Ende. Ne? Abgerechnet wird, nicht am Strand, sondern bei den am Wettkampf. Wenn die Möglichkeit besteht und ihr mal nebeneinander einen Vergleich haben solltet, das ist ja noch das andere Ding, auf einer Show zusammen sein und dann noch miteinander verglichen werden, das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich.
weil der Emir eben tatsächlich ein paar Hausnummern weiter vorne platziert ist oder sich auffällt als der Mike. Da will der Mike noch hin, wo der Emir gesehen wird von den Judges. Und aber wenn das mal passieren sollte, dann bin ich gespannt, wer hinterher die große Fresse haben kann. Ich habe so eine leichte Vermutung, aber die behalte ich mal für mich. Und in diesem Sinne will ich das... Schade, dass er es für sich behält. Doch, beschließen ja nicht und in die Länge ziehen. Ihr habt meine Meinung darüber gehört, was ich von solchen Umgedisse oder Umgebitsche halte. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, also Heiko sieht's auch mit Humor. Er feiert es irgendwo, findet es ganz lustig, ja, und weiß auch, dass das nicht ernst gemeint ist. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ASN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.